Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf und wir spielen Hearthstone. Und ich habe letzte Folge schon erwähnt, dass ich euch vielleicht in dieser Folge meinen Paladin zeigen möchte. Und das werde ich jetzt tun. Es kann sein, dass ich euch den schon mal gezeigt habe. Wenn das so ist, dann tut mir das wahnsinnig leid. Aber dann spielen wir jetzt heute mal ein bisschen Ranked, ja. Und dann gucken wir mal, was wir damit machen können. Ich weiß nicht, war ich letzte Folge noch 16? Es ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich eine Folge weggeschmissen habe, weil ich einfach keinen Bock hatte, euch die zu zeigen, damit ihr mich anschreien könnt, was ich da für Fehler gemacht habe. Oh mein Gott! Oh, nee, nee. Deswegen, ich hoffe jetzt ein bisschen darauf, dass jetzt alles besser wird. Ja. Wir tun das mal weg. Das hier kann man am Anfang doch manchmal nutzen. Es ist mir aufgefallen. Wir schauen uns das mal an. Ja, unglaubliche Fehler. So krasse Fehler, dass ich mir dachte, ne, das werde ich euch da, also diese Genugtuung werde ich euch nicht geben, dass ihr mich wieder anschreien könnt. Das war echt zu krass. Das war mir so peinlich und ich habe zwei oder drei Fehler hintereinander gemacht, dachte ich, ne, meh, schmeißt du sofort weg diese Folge. No fucking way, dass ich euch das zeige. Nee. So, und jetzt sind wir in der neuen Folge und ich hoffe, diesmal wird alles besser. Dann zeig mal, was du hast. Gar nichts. Okay. Sollen wir nächste Runde? Na komm, wir holen jetzt mal die Spinnchen raus. Dann haben wir schon mal was auf dem Board. Und je nachdem, was er spielt, könnten wir da vielleicht das Blessing of Wisdom raufmachen. Weil ich finde, wenn man aus dem Blessing of Wisdom schon mal, also wenn man da zwei Karten draus zieht, ist das schon mal eine super Sache. Wenn man eine draus zieht, okay, hat er irgendwas, womit er jetzt zwei Schaden machen kann? Ich weiß es nicht. Ich muss es einfach tun, Leute. Ich muss es einfach tun. Es tut mir wahnsinnig leid. Wir ziehen eine Karte. Ich hoffe, er kann ihn jetzt nicht wegmachen direkt. Ah, Twilight Drake ist natürlich... Also da sollten wir jetzt natürlich noch Karten ziehen, bevor wir den spielen. Was wird er tun? Ich meine, das Gute ist auch daran, dass man ihn so ein bisschen zwingt, diese Karte anzugreifen. Das finde ich jetzt ganz gut daran. Aber jetzt ist auch wieder ein bisschen kacke Arsch, ne? Oh, hallo, Schwester. Dann spielen wir jetzt den hier. Ach! Ich habe die Karte gerade verwechselt. Ich habe die Karte gerade verwechselt mit der Karte, die Leben und Angriff miteinander tauscht. Okay, aber jetzt komm. Weißt du was? Ich lass die Folge jetzt. Dann habt ihr halt was zu lachen. Ich habe nämlich gerade eben noch die letzte Aufnahme gemacht für die letzte Arena-Runde. Und da hatte ich nämlich diese Karte. Und dann habe ich jetzt das hier gerade gesehen und dachte mir, yes. Yes, jetzt kann ich einfach so töten. Und dann ist mir eingefallen, nein, so Change Enemy mit jetzt Attack to 1. Okay, ich nehme mal an, die Spinne ist jetzt gleich tot. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Aber wir haben ja zwei Karten rausgezogen. Was macht er denn jetzt? Was passiert jetzt? Ich bin kurz verwirrt gewesen. Nein, okay. Alles gut. Na? Ah. What? Echt? Dein Ernst? Okay. Was machen wir jetzt? Spielen wir mit Azor Drake? Und die Frage ist, ziehen wir noch damit eine Karte? Ich würde sagen, auf jeden Fall ja. Warte mal, wenn wir jetzt das hier machen, dann lebt nur noch ein Wolf mit einem Leben, ne? Und wir haben zwei Spinnen draußen. Okay, dann machen wir das lieber so. Oh mein Gott, ey, das war... Boah, das ist schon wieder manchmal... Fehler des Todes. Ich hätte das jetzt vielleicht zuerst machen sollen, aber komm, ist nicht so schlimm. Wir haben jetzt, glaube ich, insgesamt drei Karten gezogen. Und das finde ich sehr gut. Also mit dieser Karte da, ihr wisst schon, was ich meine. Das finde ich, sehr, sehr angenehm. Und wenn wir jetzt noch hier diese Wölfe hier erfolgreich weghauen mit einer Spinne, dann bin ich doch ganz zufrieden, trotz des Fehlers. Wir können gleich einen Twilight Drake spielen. Wir haben 3, 4, 5, 6, warte mal, 3, 4, 5, 6, dann haben wir 7 Karten, dann hat er 8 Leben. Er geht ins Gesicht, das finde ich gut. Wir könnten jetzt auch noch ein Consecration spielen, aber... Nö. Nö, wir hauen jetzt den hier weg.
Und Sludge Belcher? Echt? Sludge Belcher? Wollt ihr Sludge Belcher? Hexer den! Was soll er lieber hexen? Sludge Belcher oder Twilight Drake? Twilight Drake, ne? Okay, dann spielen wir den jetzt. Und ja, wenn er jetzt meint, er müsste da einen Frosch drauf machen, dann können wir halt nächste Runde ein bisschen safer den Sludge Belcher spielen. Im Moment sieht es ja ganz gut aus. Also wir haben ganz gute Karten zumindest. Fire Elemental, okay. Und er rusht auch und rusht und rusht, ne? Der hört gar nicht auf zu rushen. Was wir jetzt machen könnten, wäre auch hier 3 Damage. Dann hätte der noch 2. Und dann könnte ich die... Ne, könnte ich nicht. Puh. Ja, die Kacke ist halt, wenn wir jetzt einen Sludge Belcher spielen und er haut da jetzt den Frosch drauf, dann sind Sachen Kacke. Ich hab halt nicht so viele Möglichkeiten jetzt. Consecration und den da drauf. Könnte man machen. Überlebt er halt noch. Dann haben wir noch 2. Ja, ich glaube schon. Auch wenn das jetzt überhaupt nicht geil war. Wir haben jetzt, glaube ich, haben wir jetzt 2 Consecrations rausgehauen? Ja, ne? Ja, jetzt müssen wir echt Sachen machen. Also jetzt darf er auch sein Board nicht großartig aufbauen. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Naja, 7 Mana, ne? Können wir auch nicht viel mehr machen. Also Sludge Belcher würde ich schon noch gerne raushauen. Lightning Storm, okay. Bring me steel. Gibt jetzt auch bessere Situationen, wo er das hätte machen können, ne? So, da würde ich gerne das hier spielen, aber wir können dann den Sludge Belcher nicht spielen. Das ist immer sehr ärgerlich. Jetzt gibt er dem auch noch... Ach, fuck you. Na gut, die kriegen wir aber beide weg. Oh, oder wir spielen die Quality. Ja, dann sind die beide weg und wir haben noch einen Sludge Belcher draußen. These I like, these I like, these I like. Und haben wir jetzt noch ein Equality? Okay, ich erzähle euch jetzt den Fehler, den ich letzte Runde gemacht habe. Also, er hatte 3 Leute auf dem Board, die jetzt zwar nicht alle ursprünglich 2 Leben hatten, aber sie hatten nur noch 2 Leben, alle 3. Und ich spiele erst Equality, hau damit meine beiden Diener auf ein Leben, die eigentlich viel mehr Leben hatten, irgendwie 4 und 5 oder so, und hau dann erst die Consecration raus, obwohl die Consecration alleine schon gereicht hätte. Das war so peinlich. Guck mal, jetzt muss er sich da langsam hocharbeiten. Ach, und er geht ins Gesicht. Digga, ich habe Heilerkarten. Ich habe echt heilerische Heilerkarten. Und weißt du, was ich jetzt mache? Ich heile mich schon mal und spiele Noble Sacrifice und gehe in dein Gesicht. Was sagst du denn dazu, Digga? Oh, Mann. So, wenn er jetzt seinen 6-5er in meinen Sludge Belcher hauen möchte, dann hat er nur noch 3 Leben über und dann, sag ich mal, Hammer auf Wrath, ne? Hammer auf Wrath. Können wir nochmal einen Shade spielen? Damit vielleicht Sachen machen. Ja, jetzt bist du verwirrt, ne? Was machst du jetzt? Gibst du jetzt auf? Ich würde es verstehen. Ich würde es total verstehen. Gib auf, Digga. Das macht doch keinen Sinn. Das Spiel ist vorbei. Okay. Greif an. Greifst nicht an. Ist für mich total in Ordnung, wenn du nicht angreifst. Ah, okay. Okay, das war gar nicht mal so schlecht. Das war gar nicht mal so schlecht, Kollege Fett. Gut, dann kriegt der jetzt auf die Schnauze. Er greift damit an. Hat aber auch nur noch 2 Leben. Guck mal, jetzt, wenn ich jetzt noch eine Consecration hätte, ne? Wenn ich jetzt noch eine Consecration hätte, das wäre geil gewesen. Ja, gut. Ja, gut, ne? Also, dann machen wir den trotzdem damit kaputt, damit jetzt hier nichts 8 Schaden nimmt. Und dann würde ich sagen, sowas, zieh noch eine Karte und us. Guck mal, jetzt haben wir hier so eine kleine Kombo-Möglichkeit.
Wenn wir den jetzt spielen, plus 3 Attack geben, hat er 4, 2, ne? Und davon 2 Stück. Finden wir ganz gut, wie ich finde. Komm. Einfach nur, weil es geil ist. Schwing. Geht auch noch. Obwohl, das war jetzt, glaube ich, nicht so schlau. Jetzt haben wir relativ wenig Platz. Aber wir können halt Sachen machen, ne? Jetzt bitte bloß nicht noch einen Lightning Storm. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Oh. Da kommt der Hex. Gut, haben wir halt noch einen Taunt, ne? Ich glaube, er kann so viel nicht machen. Was kommt jetzt noch? Gar nix. Ja gut, dann würde ich sagen, wir gehen nicht ins Gesicht, sondern... Oh, guck mal hier. Oh, fuck. Blessing of Kings wäre jetzt natürlich noch geiler gewesen auf den Viechern, ne? Was wir jetzt machen ist, wir machen einfach nur Platz. Sowas. Sowas. Und dann kommt der Kollege Ragnaros raus. Ein Hex hat er gerade hier rauf verballert. Ich hoffe, er hat nicht noch einen parat. Ich habe jetzt kein Hannes hier gespielt, weil ich gleich gerne noch ein Shade of Naxxramas spielen würde. Dies wäre ein Traum für mich. Well played. Thank you very much. Und das war's. Ja, man kann halt auch Sachen machen mit dem Deck. Man kann mit dem Deck Sachen machen und auch wenn man große Fehler macht. Kinder, das könnt ihr ruhig gerne zu Hause nachmachen. Ja. Großen Scheiß bauen und das Ding doch noch reißen. Viele denken ja, das klappt gar nicht. Haha. Ja, doch, manchmal schon. It is possible. It is possible. The fruit, the carta, the pint, the pranzo. Gravocce. Si, senor. Si. Oh Gott. Nimm den alten Peacekeeper von mir weg. Ich mach doch nur Scheiß damit. So, ich würde sagen, wir machen sowas. Sword of Justice behalten wir mal. Ah ja. Und da haben wir wieder das Blessing of Wisdom. Wobei, ich meine, schlaue Gegner machen das schnell weg. Oh. Gut, darauf würde ich es jetzt nicht machen, weil ich denke mal, er wird sowieso verzichten darauf, mit der Tante anzugreifen. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber immerhin, dann greift er halt damit nicht an, ne? Aber die will ich ja eh gleich loswerden. Hätte ich jetzt bloß den Hammer of Wrath noch behalten. Ich will die gleich loswerden. Ich werde jetzt so lange natürlich nicht meine Hans Joachims hier spielen. Wie die Tante da oben auf dem Board liegt. Oh, shit. Okay. Und in der Fire. Fuck, hätte ich es jetzt drauf gemacht. Oh, shit. Ah, fuck. Aber machen wir es jetzt drauf. Und dann soll er mal gucken, wie er jetzt zurechtkommt. Und sonst machen wir nichts. Ich kann gerade nicht so viel machen, Leute. Shit. Ja, naja, klar greift er damit jetzt an. Auch wenn ich eine Karte kriege. Er macht jetzt gerade 5 Schaden. Consecration bringt mir gar nichts. Fuck! 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 Wie mache ich das denn jetzt? Ah, guck mal hier. Natürlich. Okay, und diesmal habe ich es auch richtig angewandt, das Ding. Puh. Meine Fresse, das war unschön. So, greif doch mal an mit der Tante, bitte. Nein, hol es mal. Okay, wir ziehen Karten, das ist gut. So, aber er kann sie noch heilen, das ist ein Problem. Er zieht auch eine Karte. Aber nur auf 4 Leben. Und damit tschüss, auch wenn wir Karten durch dich bekommen haben, was ein riesen Traum war. Es war mir wirklich ein Fest. Die muss jetzt mal sterben, die Alte. Oh. Okay. Und wir kommen zurück ins Spiel. Wir kommen langsam zurück ins Spiel. Der Sludge-Belcher. Da haben wir halt nicht so richtig was, ne? Wir haben keinen Silence in dem, in dem Deck. Sie ist ein Problem, you know. Ich kann ihn auch noch heilen die ganze Zeit. Viel machen können wir nicht, Monsieur. Viel machen können wir nicht. Wir können, womit können denn wir vielleicht 4 Schaden machen? Gar nicht. Wir könnten das Ding jetzt mal raushauen, mal langsam. Und die Spinnchen kommen.
Wir machen jetzt noch nicht viel Schaden an ihm. Er kann ihn ja wieder heilen, wie gesagt. Ihr kennt das Spiel. Und gleich könnte man die Waffe halt reinhauen und die Spinnen. Was kommt jetzt? Du kannst ihn noch gar nicht... Ah, oh, Circle of Healing oder was? Nee. Okay, immerhin. Immerhin. So, bringt uns Consecration was? Nein. Nein, bringt es nicht. Wir könnten Azur-Dreck spielen. Wir könnten auch den Hannes hier spielen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht jetzt, weil damit machen wir Sachen. Ansonsten brauche ich nicht. Ach so, ich wollte danach. Warte mal. Ich wollte dann. Warte mal. Also, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte jetzt mit der Waffe da rein. Dann das darauf. Und dann Consecration spielen. Und dann hat der hier noch 3 Leben. Und dann könnten wir ihn wegnaschen. Zumindest. Ist das eine gute Sache? Ich glaube schon. Weil sein Orknight Soul Please, den müssen wir jetzt wegkriegen. Das ist wichtig. Schwing, schwing. Dann machen wir das halt so. Tschüss, Freunde. Bam, bam. Und, oh, wir könnten natürlich auch den Shade behalten und dem hier einfach nur Leben geben. Angriff geben. Das ist, glaube ich, besser als... Oh, jetzt gebe ich zu viele Karten aus. Naja, komm. Und wenn wir den jetzt angreifen, der, ist ja erst am Anfang einer Runde, hat er 4-4. Dann warten wir damit jetzt noch. Ah, okay, das ist alles sehr spannend. Und ihr hättet alles ganz anders gemacht und auch besser. Das ist auch völlig in Ordnung für mich. Ich bin halt nicht besonders gut. Okay, Twilight Drake gleich raus. Habe ich eben Azur Drake gesagt? Kann das sein? Er heilt sich. Sehr interessant. Ich würde den gerne loswerden, Freunde. Ich würde den gerne loswerden. Komm, wir müssen das jetzt mal machen. Und wir hauen noch so einen hier raus. Und jetzt mach doch mal Sachen, bitte. Silence. Nein. Und hol die Nova. Und hol die Nova. Jetzt kommt die Holy Nova. Alter. Ah. Du kleiner Penner. Du kleiner Penner. Das ärgert mich jetzt sehr. Immerhin können wir uns ein bisschen aufheilen. Was haben wir denn hier für ein Avenge, okay? Avenge wird erst getriggert, wenn auch wirklich 2 Leute auf Boss sind, falls ihr euch das mal gefragt habt. Ich... Nein! Läuft bei dir, Freundchen. Läuft bei dir. Oh, shit. Das ist eine geile Combo. Das ist eine geile Combo. Spielen wir sie jetzt? Ja. Und ich würde sagen... Ah, shit. Das hätten wir hätten vorher das Sword of Justice spielen sollen. Verdammte Kacke. Ach komm, ist doch egal. Spielen wir das jetzt? Dann haben wir es schon mal parat für gleich. Oh, das ärgert mich jetzt schon, ne? Hast du noch einen Shadow Word Death dabei, Digga? Ach, guck mal, der wird noch gebufft. Geil. Tja, vorher wären aber beide gebufft gewesen und dann hätte der den nochmal gebufft anscheinend. Fuck. Mein Gott. Oh, ich hasse dich, Bitch. Ich hasse dich so sehr. So sehr. Okay, wir müssen das jetzt leider so machen. Ich würde jetzt auch Lay on Hands, hätte ich jetzt eigentlich gespielt. Aber... Ja, das war jetzt auch nicht perfekt. Was ich da jetzt hingelegt habe, du. Sowas und sowas. Dann haben wir zumindest jetzt so ein bisschen Board. Worum er sich kümmern sollte. Er sollte sich darum kümmern. Er weiß halt nicht, dass wir Lay on Hands haben. Das Ding ist, wir müssen uns halt auch um sein Board kümmern. Auch wenn es im Moment noch nicht so groß ist. Aber jetzt... Ah, Circle of Healing! Nein! Oh. Fuck.
Ja gut, das war's. Kein Zirkel. Doch, jetzt kommt Zirkel. Shadow Wolf. What? Okay. Wer kriegt jetzt mehr Leben? Der Hannes. Naja, das ist jetzt nicht so geil, ne? Ach, und die kriegen jetzt ihre Buffs. Geil. Oder? Okay, und überleben dadurch. Und er stirbt. Und den machst du jetzt... What the... Was? Nein, nicht! Mein ihr seht das gerade nicht. Mein Battle.net will neu starten. Jetzt neu starten, Battle.net verlassen. Nein! Nein, ich will jetzt nicht... Oh, oh. Okay, Leute, es kann sein, dass Battle.net jetzt ausgeht. Falls das so ist, dann... weiß ich nicht, da muss ich... Ich kann jetzt nicht zurück... Kann ich das wegfahren? Oh, jetzt geht's. Okay, alles gut. Was machen wir jetzt? Consecration wäre jetzt total geil gewesen. Halt die Schnauze, Freundchen. Ich überlege jetzt, was ich machen soll. Ich kann nicht so viel machen. Ich kann halt alle loswerden mit Equality. Vorher ziehen wir... Ich brauche Equality überhaupt? Vorher ziehen wir Karten, weil dann können wir immer noch Equality spielen. Swing, swing, swingy ding. Okay, geil. Komm. Wir müssen hier aufräumen. Wir müssen hier aufräumen. So, jetzt ist egal, was was macht. Nimm deinen Scheiß hier weg und gleich können wir Sachen machen. Jetzt, ich meine, wir sind leider nicht gleich auf, aber ich habe 2 Sludge-Belcher. Er hatte 2 goldene Sludge-Belcher und gebt ihm noch mehr Leben. Das finde ich sehr uncool. Ich finde das sehr, sehr uncool. Habe ich das schon mal erwähnt, dass ich das ja sehr uncool finde? Naja, gut, aber jetzt spielen wir halt einen Sludge-Belcher, noch einen Naxi hinterher und noch so ein Männchen. Ein Shadow, meine ich. Ein Shadow of Nax-Flammers hinterher. Und jetzt mach mal bitte Sachen, Digga. Ja, jetzt hol doch noch dein Mind-Control raus, dein zweites. Hol dir den Sludge-Belcher auch noch. Dann komme ich nur wirklich... Alter. Hä? Der hat doch eben schon Sludge-Belcher gespielt. Das ist sein dritter fucking Sludge-Belcher. Sehe ich das falsch? Alter, ich guck mir das Video nochmal an, Digga. Das kann ja wohl nicht angehen. Das ist ja wohl jetzt nicht wahr. Okay, wie gehen wir das Ding an? Wir müssen die beiden da reinhauen, ne? Sowas. Es geht gerade nicht anders, du. Sowas. Und den hauen wir da rein. So, und jetzt machen wir bitte Sachen. Wenn du jetzt eine Holy Nova spielst, bin ich sauer? Nee, okay. Oh, das tut mir leid. Okay, wie viel hat er noch? 3. Injured Blade Master, den er jetzt noch heilt? Oder heilt er seinen Sludge Belcher? Spannend. Was? Was? Holy Fire auf dem 4-1er? Okay. Circle of Healing. Du kleiner Penner. Okay. Wem geben wir ein Leben? Ein Angriff. Ich würde sagen ihm. Machen den mit den beiden weg. Und dann den Rest, der übrig bleibt. Okay, alles klar. Gut. Swing. Wir machen sowas und sowas. Und dann machen wir sowas. Komm, komm, komm. Und ich habe die ganze Zeit den fucking Coin, ne? Nichts gecoint. Spiel doch Mind Vision, Digga. Trotzdem. Ich meine, wir haben 2 Sludge-Belcher. Das ist doch geil. Was? Zieh dir noch eine Karte. I hate you. Und er dezimiert unser Board. We don't like. Noch 6 Leben, sein fucking injured fucker. Okay, das ist cool. Das ist cool. Den müssen wir wegmachen. Ist jetzt meine Meinung. Und dann geht's hier weiter. Aber er hat mehr Karten. Trotzdem hab ich jetzt aber Board. Er müsste noch ein zweites Mind Control haben. Oder halt auch ein drittes oder viertes. Je nachdem. Wir haben ja eben gesehen, er hat meiner Meinung nach 3 Sludge-Belcher gespielt.
Aber ich kenne mich. Ja, das ist, stimmt wahrscheinlich einfach gar nicht. Ja, heil den nochmal bitte. That's a problem. Oh, geil. Okay, das ist cool. Frage ist, hauen wir den hier trotzdem weg? Ja, tun wir. Wir hauen auch den noch weg. Oder? Oder scheißen wir da drauf? Ich meine, wenn der jetzt... Oh, wenn der jetzt mind controlled, ne? Nee, dann möchte ich lieber, dass er da nichts auf dem Board hat. Dann lieber gar nichts. Er wird ihn mind controllen. Ich sehe das kommen. Er wird ihn mind controllen. Bitte mind controlle ihn nicht. Bitte mind controlle ihn nicht. Bitte mind controlle ihn nicht. Bitte mind controlle meinen Ragnaros nicht. Da! Da! Okay, Lord Hep. Finde ich total in Ordnung. Da kommt der Holy Smite. Nee, Shadowman. Okay. Und er behält den Taunt. Fuck. Ach, er stirbt ja nicht. Sehr gut. Sehr gut. Equality. Aber wir wollen Equality jetzt nicht spielen, würde ich sagen, oder? Wollen wir Equality spielen, um den hier loszuwerden? Weil das Ding ist, er hat ja eh schon nur noch ein Leben. Aber er hier hat dann auch nur noch ein Leben. Okay, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt irgendeine Karte zieht, die ihm direkten Schaden macht? Also die ihm die Möglichkeit gibt, direkten Schaden zu machen. Komm. Zack. 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 Nochmal 8 Schaden. Zack. Und? Und? Boss Isis? Eine Holy Nova. Boss Isis? Ein Hammer of Wrath. Well played. Was kommt jetzt? Machst du jetzt 15 Schaden damit? Nee. Well played, weil ich jetzt gewinne, ne? Yes! Yes! Well played. Sieg, Freunde! Sieg! Okay. Und jetzt mache ich es leider... Ich mach's so. Und... Zack! Und es war der Ragnaros, der dich tötete. Geil! Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch trotz des riesen Fails da am Anfang, oh Gott, gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge. Das war der Fischkopf, bis dann und tschüss.